will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land und suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was diese Macht verleiht. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Wir vertrauen auf unseren Mut. Ich lerne von dir und du von mir. Pokémon, komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Pokémon. Da seid ihr ja. Dacht schon, ihr kommt nicht mehr zurück. So, wir sind ja stehen geblieben. Und zwar genau hier. Genau hier. Bei diesem unfassbaren Kampf Slimer gegen mich. Und er ist... Ich guck nur ganz kurz in den Chat. Er ist Stufe 5. Was war denn nochmal gut gegen Gift? Egal, Donnerschock geht immer. Das ist sogar sehr gut. So kann ich ihn nämlich fangen. Perfekt. Boden ist gut gegen Gift, sagt er. Aber so war es eigentlich gut. Ich will ihn ja gar nicht one-hitten oder so, sondern ich will ihn ja fangen. Das wäre Pokémon Nummer 10. Ihr könnt schon überlegen, wie wir Slimer nennen sollen. Registriert. High five. High five. High five. Ey. High five. So schön, dich zu sehen. Gib mir das. Ich komm nicht dran. Nein, nein, nein. Okay. Hör auf. So, wie nennen wir ihn? Donny, Gunnar, Jabba, Donny, Jabba, Ben, Donny, Schlägermäulchen, Hannes, Gunnar, Colin, Rainer, Kalmund, Florentin, Donny, Laser, Hannes, Donny, Marco, Slimer, Gino, Slimon, Gunnar, Denzel, Slimy, Slimani, finde ich gut. Das finde ich einen guten Vorschlag. Wir nennen ihn einfach Slimani. Okay, wir nennen ihn Slimani. Das ist nicht noch besser, ist so passend. Ey. Wenn Herr Tutorial, wenn Sammy Slimani Rapper wäre, wäre das der perfekte Name für ihn. Kann ihm das mal einer ausrichten? Slimani? Und ich will 10% mal 4, 40%. Ich will 40% von allen Einnahmen. Sammy, ruf mich an, wir machen Business. Wir machen Geschäfte, ja? So, nehmen wir den ins Team eigentlich? Nehmen wir den ins Team, Leute? Ich glaube,
geht erstmal in PC, in eine PC-Box. Ja, ins Team? Nope, ja, nope, ins Team. Aber wen soll ich denn rausschmeißen dafür? Wen nehmen wir denn? Wer ist denn? So, wen nehmen wir denn raus? Ladybar? Ich kann nicht Lady. Leute, ich kann nicht Ladybar rausschmeißen. Die habe ich doch voll gepusht. Die wird doch mega krass, Ladybar. Okay, ich schmeiß Ladybar raus. Ihr seht schon, ich bin sehr standhaft heute in meiner Meinung. Nachdem ich von links erschossen wurde, hat alles geändert. Es passiert halt manchmal, dass man. Dass man von links erschossen wird, aber glaubt, es kommt von rechts. Das passiert vor allem, wenn man den Kopfhörer falsch rum aufpasst. Aber das ist ein anderes Thema. Ein Wingull. Mensch, hier die Action. Ich muss ja auch mal sagen, also dass man den Tyler jetzt schon so schnell kriegt, das ist aber ja echt so ein Gamechanger. Mal gucken, ob es hier noch irgendwelche Pokémon gibt, die ich noch nicht habe. Ja, den habe ich schon. Trumpy habe ich doch schon. Ist ja ganz schön angeschlagen hier. Aquaknarre, Marsch! So, wo war denn jetzt der Typ nochmal? Wo war der in der Terroristen? In der Terroristeninformation? Wo, was? Es ist schon so weit. Du hast 10 verschiedene Pokémon-Arten gefangen. Aber genug der Wohl. Das ist hier für deine Mühe. Blablabla. 10 Exemplare des Items Hyperball. Ja, da staunt ihr wohl. Nicht, dass ich mit Hyperbällen irgendwas machen könnte. Ich bin ja eher klassischer Superball-Spieler. Aber ey! So, was haben wir hier? Ein Friseursalon und eine Boutique. Hier gibt's alles, was man in Menschenwechsel braucht. Nee, fuck you. Mach ich jetzt nicht. Kein Bock. Das Kampfbuffet ist der Schlemm- und Spachtelpunkt des Einkaufszentrums.
War da was? Ach, ich dachte, ich komme ohne Kampf durch. Ein Abra. Hm. Ein Abra. Der Feuer? Chat. Hyperball, sofort Hyperball. Der Chat dreht gerade durch. Sofort Hyperball, Hyperball, Hyperball. Das wusste ich nicht! Ist der super selten oder was? Ey, sag mir jetzt nicht, ey Leute, jetzt sagt mir nicht, dass das mega das seltene Ding war. Ich schwöre euch, ich grinde hier 10 Stunden, bis der wiederkommt. Da ist noch einer! Da ist einer! So selten kann er also gar nicht sein, was ihr labert. Den hole ich mir jetzt! Den hole ich mir jetzt! Mit einem Ball! Komm, schnapp ihn dir! So, Chat. Hä? Da hab ich ihn doch. Easy. Das selteste Pokémon im ganzen Spiel. Direkt gefangen. Durchgezockt. Okay, wer geht raus und wer geht rein? Also wenn er schon abreißt, dann nennen wir ihn. Okay, Magnetilo raus sehe ich hier sehr viel. Vermutlich, weil der auch Strom ist oder was? Ist der Gedanke dahinter? Ich finde Magnetilo ist doch eigentlich ganz nett. Magnetilo raus, ja? So. Hat sich doch mal gelohnt, hier ins Gras zu gehen. Vorsicht, frisch gestrichen. Oh, da ist ein Pokéball. Wer hat den Pokéball geklaut? Das hat er auch noch nicht oft erlebt, der Abra. Dass einer sich vor ihm verpisst. Er rennt gleich zu seinen Freunden. Und ich wollte eigentlich mich sofort wieder verpissen. Ist der andere gerade sich einfach verpisst? Das glaube ich dir nicht, Abra. Das ist doch deine Masche. Ja, doch. Ist einfach weggerannt. Vor mir. Gibt's doch gar nicht. Ich glaube, du brauchst irgendwas Neues, Abra, wenn die jetzt vor dir wegrennen.
Ah, mein Bein. Oh, Pichu. Könnte auch mal das Poké-Center von innen sich angucken. So. Was haben wir hier? Oh, da ist ja ein Poké-Center. Das ist doch sehr praktisch. Ich habe sie doch gesucht. Soll ich dir was Tolles verraten? Wenn eine Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, das sie einsetzt, erhöht sich der Schaden, den sie anrichtet. Aber haben nicht meistens Pokémon die Attacken von ihrem Typen? Also, deshalb sind sie doch dieser Typ. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Hey, hallo. Du bist doch ein Trainer, oder? Nun, du fragst dich sicher, weil solch eine Schönheit wie ich von dir will. Die Sache ist die, ich hätte da eine kleine Bitte an dich. Hättest du kurz Zeit, aber sicher doch. Ich danke dir. Nun, wie du sicher unschwer erkennen kannst, bin ich mit einem wahrlich bezaubernden Aussehen gesegnet. Aber Schönheit ist eben nicht alles im Leben. Um wirklich unwiderstehlich zu sein, braucht es auch Reichtum. Und eine fesselnde Persönlichkeit natürlich. Und genau darum brauche ich deine Hilfe. Auf dem Hauholi-Friedhof leben angeblich sogenannte Driftlon. Diese in der Luft schwebenden Pokémon verfügen zwar über ein unvorteilhaftes, kugelrundes Aussehen. Punkt dafür mit einer fesselnden Persönlichkeit. Ich hoffe mir nun im Tausch gegen ein paar Schönheitstipps etwas von ihnen zu lernen. Ich wäre ja sehr dankbar, wenn du ein Driftlon fangen kannst und ein Pokémon registrieren könntest. Ich will gar nichts. Tschüss. Aber warum sind denn da zwei? Etwa unterschiedliche Sachen? Oh, guck mal, gut, dass ich geguckt habe hier. Das sind aber teure Sachen. Die kann ich mir nicht leisten. Wegen meinem Hut. Angriff plus. Interessant. Kann man sich aber ja mal merken. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal auch abzuspeichern, nicht wahr? Nein, falsch. Aber da war doch noch ein Polizeiauto. Hier geht's nicht lang. Hier ist die Mall. War ich doch schon, oder? Hier war das Polizeiauto. Hier war der Friseur. Chillige Musik auf jeden Fall, was geht. Egal, was dir als Frisur der Haarfarbe auch vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Was darf es denn sein? Ein kurzer Schnitt, ein Bob oder vielleicht Zöpfe mit Dutt? Du hast die Wahl der Qual, die Qual der Wahl. Wir färben dir auch die Haare, ganz wie du möchtest. Aber sagst, brüll doch mal einen neuen Look aus, wo du schon mal hier bist. Ja, natürlich. Haare schneiden erstmal. Was ist denn das? Was ist das für eins Frisur? 4000? Ihr habt sie wohl nicht alle. Vergiss es. Was sagt ihr? Was kostet denn Färben? 2. Das ist ja Wucher, aber mach ich.
Dann darf man sie sich vielleicht erstmal angucken? Wie im echten Leben? Holy shit. Da soll mir jetzt bitte keiner sagen, dass das nicht die Kohle wert war. Also wirklich. 4000 Poké-Dollar für einen Haarschnitt. Ach, hier kann man gar nicht rein. Das ist ja lustig, wa? So, dann gehen wir mal weiter. Ich hab dem Captain Bescheid gesagt, dass sie schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang ist. Alter, lass davon. Für Team Skull. Diese Typen sind echt. Sie fangen ohne Vorwarnung schreien und versuchen mit Pokémon zu stehlen. Die Pokémon. Das sei kein Dieb, Alter, das dürfen die überhaupt nicht. Was ist hier los? So, das ist hier ein schöner Swimmingpool. Aber hier geht's auch nicht wirklich weiter. Wem mag wohl hier dieses schmucke Haus gehören? Aus Versehen wieder rausgegangen. Holy shit! Macho, alles klar. Schwören können, dass da in der Pflanze was ist. Freunde von Elima sind hier immer willkommen. Fühle ich wie zu Hause. Darf ich dir Backwerk aus einer fernen Region anbieten? Illumina Galette. Dieses Gebäck stammt aus der Region, in der Elima sein Studium als Pokémon-Trainer absolviert hat. Elima hat den Titel des Kapitäns aufgrund seines großartigen Könnens herum. Es ist fast ein bisschen so, als würde ich in ihm mich zu meiner ganzen Zeit auf der Bühne sehen. Holy shit, was ist das denn? Drif! Doch auf jeden Fall vergiftete Scheiße, die mir gerade angedreht hat. Ey, lass mich doch mal da durch, Alter! Das gibt's doch nicht, da bin ich ja eben auch durchgekommen. Ist der Typ fetter geworden innerhalb von 5 Minuten. Dong, 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 dong. Ich will doch nur hier hoch aufs Dach. Nichts in den Pflanzen. Was ist das für ein Rollenspiel? Und nichts in Topfpflanzen versteckt ist. Aha! Die Pornosammlung von mir? Oh, okay. Ist ganz klar Raubkopierer hier am Start. So. Du kannst dein Spiegelbild in den Trophäen sehen. Sie werden offenbar regelmäßig poliert. Ist ja offensichtlich ein sehr erfolgreicher Raubkopierer. Anders kann ich mir das hier alles überhaupt nicht erklären. Okay, das ist hier alles nichts. Gut, ja, wir müssen schon wieder Werbung machen. Nach der Werbung geht's weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung. Ich glaube, ich werde mich mal diesem Team Skull widmen. Diese fiesen Schergen, die den anderen Leuten die Pokémon klauen. Denn das geht gar nicht.